Hast du dich schon immer oder erst vor ein paar Sekunden gefragt, was zum Henker eigentlich eine Meta-Analyse ist? In diesem Video bekommst du die Antwort. Damit das Ganze ein wenig einfacher zu verdauen ist, habe ich das Video für dich in drei Teile strukturiert. Zunächst klären wir die Charakteristika und Ziele einer Meta-Analyse. Danach gebe ich dir ein Beispiel einer Meta-Analyse, anhand dessen ich das Gelernte aus Teil 1 veranschauliche. Und drittens machen wir etwas total Verrücktes. Wir betrachten die Meta-Analyse aus einer Meta-Perspektive und warum sie so wichtig für Forschung und vielleicht sogar für die Gesellschaft sein kann. Und wenn du tatsächlich so wagemutig bist und selbst planst, eine Meta-Analyse durchzuführen, dann bekommst du am Ende des Videos noch 5 Schritte und eine Leseempfehlung von mir, die dafür unverzichtbar sind. Und damit herzlich willkommen bei Schreib. Vielen Dank an Scribber für das Unterstützen dieses Videos. Mehr zu Scribber später. Die Meta-Analyse kannst du dir als eine Spezialform von Survey-Forschung vorstellen. Wohingegen bei klassischen Umfragen Personen befragt werden, nimmt sich die Meta-Analyse existierende Forschungsarbeiten vor und fasst deren statistische Ergebnisse zusammen. Die Stichprobe bildet dann eine Sammlung der relevanten Studien, die vom Forschenden gelesen und ausgewertet werden müssen. Anders als beispielsweise bei einem systematischen Literature Review gilt das Augenmerk hier hauptsächlich den quantitativen Ergebnissen. Das heißt, es qualifizieren sich auch nur quantitative Studien für eine Meta-Analyse. Die so neu gewonnenen Daten werden mit Hilfe statistischer Verfahren nochmal analysiert, um zum Beispiel gleiche Muster innerhalb der vielen Einzelergebnisse zu finden und zu beschreiben. Die Ziele einer Meta-Analyse sind also die folgenden: Die Zusammenfassung der Ergebnisse einzelner quantitativer Forschungsarbeiten und die Interpretation dieser Ergebnisse und die Präsentation eines neu zusammengefügten Gesamtbilds. Damit das Ganze funktioniert, müssen natürlich einige Voraussetzungen erfüllt werden. Qualitative oder theoretische Forschungsarbeiten werden von der Meta-Analyse grundsätzlich ja ausgeschlossen, da die Methode hier nicht greift. Gleichzeitig ist das aber natürlich auch eine der größten Limitationen der Meta-Analyse. Die Voraussetzungen für die quantitativen Arbeiten innerhalb einer solchen Analyse sind diese hier. Sie müssen konzeptionell vergleichbar sein, das heißt dieselben theoretischen Konstrukte und Beziehungen überprüfen. Außerdem müssen die Ergebnisse statistisch ähnlich aufbereitet worden sein, damit sie überhaupt sinnvoll zusammengefasst werden können. Selbst wenn also zwei Studien das gleiche Thema behandeln, die statistischen Methoden darin aber inkompatibel sind, dann können diese nicht in einer Meta-Analyse zusammengeführt werden. Lipsey und Wilson sprechen hier auch vom Apfel- und Orangenproblem von Meta-Analysen. Komisch, ich dachte immer, nur Äpfel und Birnen sollte man nicht vergleichen. Aber naja. Als Beispiel für eine Meta-Analyse möchte ich dir den Umstand schildern, durch den die erste Meta-Analyse überhaupt erst zustande gekommen ist. Im Jahr 1952 löste der deutsch-britische Psychologe Hans Eysenck eine heftige Debatte in der klinischen Psychologie aus. Er war der Meinung, dass die Psychotherapie eigentlich gar keine positiven Auswirkungen auf Patienten habe. Was für ein Affront! In der Forschungsliteratur war die Lage aber tatsächlich ziemlich unklar. Hunderte von Studien brachten völlig gemischte Ergebnisse hervor. Die Behauptung von Professor Eysenck stand also im Raum und niemand konnte so wirklich etwas dagegen sagen oder die Aussage bestätigen. Mit dieser Situation war Jean Gass, ein aufstrebender Psychologe und Statistikfuchs, ganz und gar nicht zufrieden. Er sammelte 375 Studien zum Thema Psychotherapie und standardisierte deren Ergebnisse und errechnete gemittelte Werte für die Effekte der psychoanalytischen Praktiken. Seine Methode nannte er Meta-Analyse. 1977 publizierte er dann seine Ergebnisse und konnte zeigen, dass Psychotherapie durchaus wirksam sein kann. Heute ist die Meta-Analyse in diversen Disziplinen akzeptiert, insbesondere in Verhaltens-, Sozial- und Gesundheitswissenschaften. Bevor wir zu Teil 3 des Videos kommen, lass mich noch kurz ein paar Worte zum Sponsor dieses Videos, Scribber, sagen. Bist du auf der Suche nach einem Lektorat oder einer Plagiatsprüfung für deine wissenschaftliche Arbeit,
Dann kann ich dir das Team von Scribber nur absolut ans Herz legen. Schaue einfach mal auf scribber.de vorbei und schreibe mir eine kurze E-Mail an info@scribe.de für einen exklusiven Gutscheincode. Warum sind Meta-Analysen jetzt so cool? Zunächst einmal, weil sie mit relativ wenig Aufwand einen großen Nutzen für die Forschung bringen können. Eine einzelne Doktorandin Anna kann in ihrer Studie zu einem bestimmten Thema vielleicht 100 Leute befragen und publiziert dann ihre Ergebnisse. Für manche statistische Auswertungsmethoden mag es aber von Vorteil sein, nicht nur 100, sondern 1000 Datenquellen zu haben. Wenn irgendwo neben Anna noch 9 andere Forschende mit einem ähnlichen Forschungsdesign an dem Problem tüfteln, dann kommt diese größere Stichprobe von 1000 Menschen zusammen. Im Gesundheitsbereich sind Meta-Analysen oft super hilfreich. Stell dir vor, dass überall auf dem Globus Teams zu Behandlungen, Medikamenten oder Impfstoffen forschen. Eine Meta-Analyse kann diese empirischen Ergebnisse dann zusammenführen und robuster machen. Doch nicht nur die fehlende Größe einer Stichprobe kann ein Problem sein. Vielleicht hat Anna nur Zugang zu Probanden aus einer bestimmten Altersgruppe. Diese Limitation kann dann durch die Kombination mit anderen Studien ausgeglichen werden. Stichwort Grundgesamtheit. Ohne also eine komplett neue Studie aufsetzen zu müssen, kann man sich die existierenden Daten nehmen, welche in Kombination einen größeren Mehrwert erzeugen als einzeln betrachtet. Eine Meta-Analyse durchführen in 5 Schritten. Schritt 1. Identifizierung des Forschungsproblems. Wie in jeder anderen guten Studie auch, ist die Basis für eine relevante Forschungsfrage ein dringliches Forschungsproblem. Eine Meta-Analyse durchzuführen, nur weil man es kann, wird keinen Gutachter überzeugen. Tauche in der Motivation für deine Studie also tief in die Literatur ein und stelle zum Beispiel heraus, dass sich die aktuelle Forschungsliteratur uneinig ist oder Ergebnisse gemischte Signale senden. Belege beides mit Verweisen auf entsprechende Studien. Mit deiner Forschungsfrage sollte spätestens geklärt werden, auf welchen Kernaspekt du deine Meta-Analyse begrenzt. Sei hier rigoros und stelle klar, was die Analyse beantworten soll und, wenn es bei der Erklärung hilft, was nicht. Schritt 2. Literaturrecherche und Datenerhebung. Im Fall einer Meta-Analyse sind Literaturrecherche und Datenerhebung gleichzusetzen. Die Studien, die du findest, müssen auf von dir festgelegte Kriterien hin überprüft werden. Du veranstaltest also ein großes Studiencasting und entscheidest mit Hilfe eines ersten Screenings, wer es in die Stichprobe der Meta-Analyse schafft. Der Suchprozess sollte dabei möglichst systematisch sein. Die Suchparameter und Datenbanken musst du also sorgfältig festlegen und gut begründen. Schritt 3. Codierung und digitale Aufbereitung. Die Studien aus deiner Stichprobe müssen nun codiert werden. Hier hältst du fest, welche Konzepte, Konstrukte und Beziehungen in jeder Studie behandelt werden, welche statistischen Methoden angewandt wurden und in welcher Konfiguration die Ergebnisse vorliegen. Auf Basis dieser Informationen überführst du dann die Ergebnisse der Studien, die sich miteinander vergleichen lassen, in ein elektronisches Format. So entsteht ein neuer Datensatz, mit dem du rechnen kannst. Schritt 4. Statistische Auswertung. Dieser neu entstandene Datensatz will nun natürlich ausgewertet werden. Typisch für die Meta-Analyse sind Verfahren wie die Datenintegration und eine Heterogenitätsanalyse. Also nichts für schwache Nerven. Für die einzelnen Verfahrensschritte ist ein detailliertes Methodenbuch von Vorteil als Begleiter. Das bekannteste werde ich dir gleich verraten. Und zuletzt Schritt 5. Die Aufbereitung der Ergebnisse und die Interpretation. Jetzt liegt es an dir, die neu gewonnenen Ergebnisse zu berichten und in einem Diskussionskapitel zu reflektieren. Welchen Mehrwert im Vergleich zu allen Einzelstudien hat die Meta-Analyse hervorgebracht? Was bedeutet das für die Forschung auf diesem Gebiet? Die Basis für dieses Video bildet das Methodenbuch Practical Meta-Analysis von Lipsey und Wilson. Mit über 11.000 Zitationen kann man hier getrost von einem Grundlagenwerk sprechen. Wenn du also eine Meta-Analyse durchführen möchtest, kommst du an ein paar schönen Stunden mit diesem kleinen, aber feinen Schinken nicht vorbei. Viel Spaß beim Lesen!